Und damit willkommen schon mal. Ich muss noch mal einmal kurz hier ein bisschen was verstellen. Ich glaube, so ist gut. Damit willkommen zur wahrscheinlich, ich hoffe es, letzten Stream von Pineview Drive. Wir waren ja zum Schluss jetzt in der Gruft. Kann man das sagen? In so einem Bunker eigentlich mehr, ne? So einen unterirdischen Bunker. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal funktioniert. Und ja, lade ich mal rein. Tag 30. Der Spielstand wurde gespeichert. Ich bin auch da. So. Okay, voll. Bin voll. Und es ist dunkel. Licht ist da. Also, ich glaube, es ist so, dass ich die Taschenlampe wohl nicht so nutzen darf. Und ich langsam gehen muss, um die... Ja, um meine Anzeige nicht so weit runterzuziehen. Mal gucken, ob es stimmt. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Bin gespannt. Das Problem ist, so sehe ich halt nur nichts, ne? War schon wieder irgendwas? Da war doch was. Das so schwarz ist das. Das ist so schwarz. Mal ganz kurz anmachen. Jetzt kommt, glaube ich, der erste Punkt, wo sie kommt. Nee, noch nicht. Da ist sie. Da steht sie. Und hier ist sie auch irgendwo. Da ist sie. Nee, das ist ein Schatten. Weg ist sie. Wunderbar. Okay, ich muss also versuchen, so wenig Schrecker zu bekommen wie möglich. Hier zum Beispiel weiß ich nicht, was ich da machen soll. Das hat mir jetzt nichts abgezogen, ne? Mal gucken, ob es so bleibt. Das wäre natürlich super. Es bleibt. Das wäre natürlich richtig geil. Irgendwo kam sie, glaube ich, nochmal so kurz. Die Frage ist natürlich, wo das war. Darf nicht, muss mittig laufen. Oi. Okay, ja, hat mir ein bisschen was abgezogen. Oder? Hat mir das überhaupt was abgezogen? Dinge, 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 Dinge macht's. Ja, es wäre schon schön, ne? Wäre schon schön. Wenn ich das nicht nochmal machen müsste. Hätte was. Hätte auf jeden Fall etwas. Ja. Da sitzt sie jetzt schon wieder. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich achte auf meine Anzeige. Ist nicht runtergegangen. Ist das der ganze Trick? Warum habe ich das gemacht? Darf mich niemals umdrehen. So, der erste Raum. Hier kann ich das, glaube ich, nicht beeinflussen. Ich versuche mal. Nee. Das kann ich nicht beeinflussen. Da wird mir auf jeden Fall etwas abgezogen. So, das war jetzt vorbei. Und jetzt ist die Frage... Ja, ich glaube, hier lang war das. Nicht hier lang war das. Ja, genau. War nur ein Test.
Da ist sie. Oh, Kacke. Löse ich die jetzt aus? Puh, gar nichts passiert. Super geil. Was hat er denn jetzt gehabt? Jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt wurde ihm was abgezogen. Voll falsch. Voll falsch. Shit, ich weiß, ich habe mich verlaufen. Da, nee, warte mal, hier muss ich lang. Ein bisschen rennen. So, hier muss ich lang, okay. Da ist sie wieder. Boah, im Schleichmodus ist das echt anstrengend. Und hier ist, hockt sie, glaube ich, ne? Ja, da hockt sie wieder. Mal gucken, ich hoffe, diesmal passiert wieder nichts. Wäre natürlich schön, ich achte mal drauf. Ist nichts passiert. Nice. Überhaupt nichts passiert. Und jetzt muss ich... War das überhaupt schon hier lang? Oh ne, ich glaube, das war der Fehler hier, ne? Oder doch? Ne, ich meine, hier wäre falsch. Oder? Oh, ich weiß es nicht. Ganz entspannt. Ich glaube aber, hier war falsch. Weil ich meine, der eine Raum müsste schon längst da sein. Ja, hier ist sowas von falsch. Da sieht nichts. Das war hier. Ich bin richtig. Jetzt gleich kommt dieser eine Abschnitt. Ich glaube, da büße ich auf jeden Fall ein bisschen ein. Wo noch geht es? Geht schon? Nee, geht noch nicht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Er zuckt zwar, aber das war's auch. Ist immer noch nicht. Also nochmal. Achso, muss ich noch einmal komplett zurücklaufen? Ja. Okay, wunderbar. Das könnte gut werden.
Könnte aber auch schlecht werden. Je nachdem, was noch kommt. So, da ist eine Tür. Bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Gehen wir ein bisschen schneller. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich hoffe. Ja, okay, wunderbar. Jetzt haben wir hier die Tür. Da ist er gleich irgendwo, ne? Der Clown. Irgendwo ist der Clown. Wo ist der Schlüssel? Der liegt, glaube ich, da. Zieht ab. Also ich glaube, das kann ich nicht verhindern. Es sei denn... Nee, kann auch nicht sein. Oh, jetzt bin ich aber auch schon wieder, ne? Da kommen noch ein paar Schrecker. Vor allem... Ist sie nicht noch mal einmal auf mich zugestürmt? Da ist nichts passiert, super. Hier weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, Schlüssel, lag der hier? Der lag hier. Ich weiß... Was ist das? Batterien. Ja. Mach mal auf. Nice. Ich weiß gar nicht mehr, bis wohin ich gekommen bin. Ah, ich glaube nur noch bis zu der Tür, ne? Ich glaube, die ging so auf und da war ein Schlüssel. Ja, das war der Raum. Ja, okay. Also hier kriege ich auf jeden Fall auch wieder einen Schrecker mit. Kann ich nicht verhindern, keine Chance. Wurde der nicht hingelegt? Wo wurde der denn hingelegt? Ach, hier. Hab ich. Schlüssel ist da. Auf jeden Fall habe ich mehr jetzt, als ich das erste und zweite Mal hatte. Mehr Energie. Ach ja, sie saß hier nochmal und das war dann das Ende. Irgendwo saß die hier noch. Da. Boah, das hat mir wieder ich weiß nicht warum. Warum es mir diesmal was abgezogen hat, keine Ahnung. Shit. Ob das nochmal was wird? Hier war ich noch nicht, oder? Setze die Maschine wieder in Gang. Finde dazu die drei Hauptschalter. Ich soll eine Maschine wieder in Gang setzen. Warum? Vor allem weiß ich doch überhaupt nicht, was das für eine Maschine ist. Oh, super Scheiße. Eins, zwei, drei. Da brauche ich einen Code. Ich weiß aber keinen Code. Also, da leuchtet irgendetwas. Da gehe ich jetzt mal ganz entspannt, locker easy hin. Dann mache ich den entspannten jetzt, guck mal. Ja, schön.
Da ist ein Hebel. Ist der zum Auslösen gedacht? Jetzt hat er einen Schreck gekriegt. Der hat einen Schreck gekriegt. Ich weiß nicht, warum der einen Schreck gekriegt hat. Oh, der verdammte Schrecker, ey. Da ist nochmal eine Tür. Da ist noch eine Tür. Geh mal rein. Nabend. Und die Suche geht weiter. Nee, ich suche ja nichts. Ich versuche ja jetzt hier eigentlich nur noch, ohne viele Schrecker durchzukommen und bis zum Ende. Das, was ja gestern leider nicht funktioniert hat, das ist der zweite, finde den letzten Schalter. Ein Schalter noch. Langsam. Langsam und entspannt. Hier ist eine Tür. Geh rein. Boah, das sieht da aber nicht gut aus. Da liegt ein Schlüssel. Ach so, das ist nur so ein dunkler Fleck. 3, 4, 6? Kann das der Code sein? Die Suche nach dem Ausgang. Soweit kannst du ja gestern nicht. Nee, das stimmt. Soweit war ich nicht. Ich bin jetzt ein Raum weiter. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Das ist der Code, den ich benötige. Gebe ich den mal ein. Noch geht es, absolut. Also noch ist geil. Also das ist der Raum, wo ich gestern nicht mehr reinkam. Da saß sie noch einmal davor im Gang. Oh, und dann war weg. Dann war durch. Ah jo, stimmt. Stimmt. Mein Fehler. So. Ah ne, so wird zu viel von dem Bild weggenommen. Ach so, so geht. So geht. Weiter geht's. Ich muss den Code eingeben. 3, 4, 6. Und die 6. Passt. Wunderbar. Der Code passt auch. Und jetzt brauche ich noch einen Schalter, ne? Einen Schalter noch. Und dann haben wir diese Maschine in Gang gesetzt. Ich habe nur absolut keine Ahnung, keine Idee. Wofür? Was das ist? Warum sie hier ist? Sieht aus wie ein riesen Teekessel. Aber, naja. Wenn er sagt, ich soll die in Gang setzen. Was ist denn jetzt passiert? Ach, der ist wieder rausgetappt. Ja klar. Ach. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hab ich mich jetzt erschrocken. Meine Güte. So, hier war ich gerade drin. Da habe ich den Schlüssel hergeholt. Hier gibt's den. Ah, doch. Eieiei. Und ich muss leider im Dunkeln jetzt spielen. Weil dann bin ich wohl nicht so schreckanfällig. Also kämpfe ich mich jetzt hier... Was ein passender Moment. Was? Das ist so eine Verarsche. Da ist der Hebel. Was? Eine Verarsche. Wieder raus? Hört sich hier ziemlich laut drin an. Oder muss ich das vielleicht betätigen hier? Das Rädchen. Soll ich am Rädchen? Oh, nee. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, die können mir nichts mehr.
Nice. Nice, nice, nice. Oh, ist das schön. Das ist die Puppe, die wir auf dem Bild gesehen haben. Und das ist unsere Frau. I believe. Und die rennt jetzt weg wie ein kleines Kind. Ah, wir haben sie befreit. Wir haben sie gar nicht gesucht, sondern sie war gefangen. Durch die Puppe. Die Puppe war böse. Aber was das mit der Maschine zu tun hat, I don't know. Ja, das war's wirklich. Also, was das mit der Maschine zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Absolut nicht. Wir haben sie jetzt dadurch, dass wir jetzt die Puppe wahrscheinlich gefunden haben, befreit und sind jetzt selber... Ja, befallen, kann man das so sagen? Befallen von der Puppe? Da ist sie. Hauptsache, sie ist frei. Das ist das Wichtige, ne? Hab's geschafft. Es ist durch. Ach ja, schön. Video Editing. Ist die Puppe. Habe ich die Puppe überhaupt irgendwo gesehen gehabt? Also die Clownspuppe ja, aber die Puppe? Nicht so wirklich. Oh, da sieht die freaky aus. Oh, nicht gesund. Es ist vollbracht. Es ist endlich vollbracht. Genug Schlüssel. Ach guck mal, die haben das irgendwo in so einem Wohnzimmer gemacht. Nice. Interessantes Spiel. Ja, am Anfang, muss ich sagen, am Anfang war es wirklich sehr, sehr zäh, weil nichts passiert ist. Stundenlang rumgerannt und hast einen Schlüssel nach dem anderen gesucht und dann, wo die ersten Jumpscares kamen, wurde es immer besser. Da wurde es echt immer besser. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nur das Ende, das... verstehe ich nicht ganz. Also ich weiß nicht, was mit der Maschine da los ist. Hat sich an einigen Stellen sehr gezogen, aber langweilig war es nicht. Ja doch, am Anfang. Da war's, das hast du ja nicht gesehen, hast du gesagt. Am Anfang war es schon langweilig. Deswegen habe ich es auch das erste Mal unterbrochen gehabt. Weil das einfach nur stumpfe Schlüssel suchen war und nichts passiert ist. Da haben sie quasi mit der Angst gespielt, es könnte etwas passieren, aber es ist nichts passiert. Bin ich da auch drin? Guck mal, Sachsen-Let's Player, der Graf, Galukat, ne? Marvor Star, habe ich's gelesen. Ja, da steht's. Ja. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt ist es schon weg. Schade. Es geht noch weiter. Fortsetzung folgt. Super. Nicey nice. Trotzdem würde ich gerne wissen, was das für eine Maschine war. Lässt mir jetzt keine Ruhe. Ach, der kriegt mich nicht.